Wir kennen natürlich die Techniken, die eingesetzt werden können. Und Ian Rowland zum Beispiel, ein Autor aus London, hat ja sogar ein ganzes Buch geschrieben. Das heißt The Full Factbook of Code Reading, hat glaube ich über 240 Seiten. Und in diesem Buch beschreibt er sämtliche Techniken, die es gibt, also wie man als, ich sag mal, Fake-Medium auf die Bühne gehen kann und wie man diese Techniken anwendet. Allerdings führen diese ganzen Code-Reading-Techniken niemals über eine bestimmte Grenze hinaus. Und das ist die, die wir halt in unserer ERM-Studie untersucht haben. Das sind diese hochspezifischen Beweise. Und vor allen Dingen, das war ja der Schwerpunkt unserer Studie, solche Botschaften, die weder das Medium noch der Hinterbliebene sofort verifizieren konnten. Herr Professor Lazar, im Jahr 2021 haben Sie Ihre ERAMS-Studie veröffentlicht und auch ein Buch darüber geschrieben, in der Sie die Authentizität und die Wirksamkeit medial vermittelter Botschaften wissenschaftlich belegen konnten. Wir haben über Ihre Arbeit und auch über Ihre persönliche Überzeugung schon einmal ein Gespräch geführt, können hier aber nicht voraussetzen, dass jeder Zuschauer dieses Interview kennt. Daher meine Bitte zu Beginn, fassen Sie kurz zusammen, was die damals veröffentlichte Studie zum Inhalt hatte. Ja, das mache ich sehr gerne. Diese Studie ist ja die größte Studie der Welt zum Thema Jenseitskontakte, und zwar vermittelt durch ein Medium, also mit medialer Verbindung in die geistige Welt. Und es gibt Botschaften von dem Bewusstsein der Verstorbenen. Und es geht darum, ja, die Authentizität dieser Botschaften zu überprüfen. Also inwiefern können wir davon ausgehen, dass die Nachrichten wirklich von den Verstorbenen stammen? Und was hat das für eine Wirkung auf den Trost? Und diese beiden Dinge waren die Hauptforschungsfragen. In der ersten Erhebungswelle, die ging vom Frühjahr 2019 bis 2020, hatten wir 243 Teilnehmer. Und Corona hat uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir mussten diese Studie dann unterbrechen. Das habe ich dann genutzt, um diese erste Erhebungswelle dann auch zu veröffentlichen. Und ja, wir haben dann uns dazu entschieden, diese Studie fortzuführen. Und wir werden in Kürze auch die 500 erreichen und damit die Studie auch so langsam ausklingen lassen. Wir haben uns, wie gesagt, fokussiert auf die Authentizität und ein ganz spezielles Studiendesign gewählt, indem wir die Teilnehmer nach dem Jenseitskontakt mit einem Fragebogen befragt haben. Nicht direkt, sondern wir haben ein bisschen gewartet, so 3 bis 4 Wochen. Der Sinn dahinter war der, dass wir ja nicht diese Situation ausnutzen wollten, direkt nach einem Jenseitskontakt, der dann noch oftmals von Euphorie geprägt ist, sondern wir wollten, dass die Leute das wirklich kritisch hinterfragen, reflektieren, und nach 3 bis 4 Wochen ist das auf jeden Fall dann ja der bessere Zeitpunkt, die Leute zu befragen. Und wir haben wirklich ganz erstaunliche Ergebnisse bekommen in Bezug auf die Frage, gab es hochspezifische Beweise, die das Medium unmöglich hätte wissen können? Haben wir ja einen absoluten Spitzenwert zurückbekommen, mit dem wir nie gerechnet hätten. Über 90% der Teilnehmer haben gesagt, ja, wir haben eine solche Botschaft bekommen, die das Medium unmöglich hätte wissen können. Und das Spannende daran ist, dass es keinen Unterschied gab zwischen den Leuten, die schon vorab davon überzeugt waren, und den Skeptikern. Das heißt, wir haben tatsächlich auch unterschieden in unserer Studie, was kommen denn da für Leute überhaupt zu uns. Ja, es war auch also ganz wichtig, dass wir eben auch Leute dabei hatten, die nicht daran geglaubt haben und die dann gesagt haben, ja, ich bin da eher kritisch eingestellt. Oder teilweise hatten wir auch Leute, die haben gesagt, nein, überhaupt nicht. Aber die Ergebnisse zeigten, dass auch in diesen unterschiedlichen Gruppen immer wieder dieser Wert um 90% ausgewählt wurde. Ja, die 36 Skeptiker haben 89% gehabt und die, die vorab überzeugt waren, waren bei 90%. Also ist nahezu der gleiche Wert gewesen. Hochsignifikant, können Sie vielleicht anhand eines Beispiels verdeutlichen, was dieser Begriff im Rahmen der ERAMS-Studie bedeutet? Ja, das wäre zum Beispiel, wenn das Medium eine Botschaft übermittelt
die nur der Verstorbene dann auch letztendlich wissen kann und der Hinterbliebene wissen kann. Wir hatten zum Beispiel eine Mutter, die ihre Tochter verloren hat und das Medium gab durch, deine Tochter zeigt mir gerade als Haustiere einen einzelnen Hasen, einen einzelnen Fisch. Und die Mutter hat in die Kommentare der Fragebögen geschrieben, ja, das stimmt. Meine Tochter hatte einen Hasen oder ein Kaninchen und einen einzelnen Fisch als Haustier. Und sie hat dazu geschrieben, das kann man sich sicherlich nicht erfinden. Also welches Kind hat denn schon einen einzelnen Fisch als Haustier? Oder Gegenstände, die mit in den Sarg gelegt wurden, wurden präzise genannt. Ein Abschiedsbrief, der mit in den Sarg gelegt wurde, konnte inhaltlich wiedergegeben werden. Ein Sprachfehler des Verstorbenen konnte imitiert werden. Das sind mal so ein paar Beispiele für so hochspezifische Informationen, die durchgekommen sind. Sie haben in Ihrer Studie jetzt ungefähr doppelt so viele Teilnehmer als bei unserem ersten Gespräch. Hat sich insgesamt an den Aussagen irgendetwas wesentlich verändert? Die Daten habe ich noch nicht im Detail analysiert. Natürlich habe ich ja stichprobenartig hineingeschaut und mal geguckt. Endgültige Resultate kann ich noch nicht sagen, aber es scheint sich der Trend abzuzeichnen, dass es also auf die gleiche Art und Weise auch weitergeht. Ich habe kurz zuvor noch mit Bettina Suvirode telefoniert. Sie ist ja das Medium, mit dem ich diese Studie ursprünglich konzipiert habe. Und wir haben uns jetzt auch darauf geeinigt, dass das ein guter Meilenstein ist und wir die Studie auslaufen lassen. Insbesondere deshalb, weil sie sagte, dass es ja vermehrt jetzt dazu kommt, dass gar nicht mehr unbedingt trauernde Menschen kommen, sondern ja, mein Buch, aber auch unser Interview hat doch für sehr viel Furore gesorgt und es gab sehr viel Resonanz. Viele Leute haben sich dafür interessiert und es kommen immer mehr Leute, die ja, wie gesagt, nicht in Trauer sind, sondern eher neugierig sind, ja, die dann teilweise ohne eigene Bedürfnisse kommen oder 3, 4 DIN A4 Seiten mit Testfragen mitbringen und das Medium selber überprüfen wollen. Und das entwickelt sich so ein bisschen in die falsche Richtung, weil wir möchten nicht auch den letzten Skeptiker und Kritiker überzeugen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir möchten gerne trauernde Menschen erreichen, ihnen zeigen, was möglich ist. Und ja, deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen zu sagen, wir werden diese Studie dann jetzt auslaufen lassen, auch nicht weitermachen, um uns weiterhin zu fokussieren eben auf trauernde Menschen und unsere Energie auch in neue Projekte zu stecken. Unter anderem kümmern wir uns ja jetzt auch um Gehirnwellenmessungen und haben da auch schon ja, eine erste Probeuntersuchung gemacht. Zum Thema Trauer, was können Ihrer Studie zufolge mediale Kontakte für trauernde Menschen bedeuten? Ich glaube, dass ein authentischer Jenseitskontakt das Beste ist, was man einem trauernden Menschen anbieten kann. Es soll kein Ersatz sein für eine professionelle Trauerbegleitung, ja, durch einen Trauerbegleiter oder durch einen Psychologen. Ich glaube aber, dass es eine absolute Bereicherung ist in der Therapie von trauernden Menschen. Und manchmal ist es auch der einzige Ausweg, um einen Menschen wieder zurückzuführen in die Normalität. Und das zeigen auch die Ergebnisse aus unserer ERIAMS-Studie. Wir haben 82% der Leute gehabt, die gesagt haben, das war sehr tröstlich. Und weitere 14% haben gesagt, das war immerhin noch ein wenig tröstlich. Also 96% ungefähr der Leute haben gesagt, das ist tröstlich gewesen. Und das finde ich schon sehr, sehr erstaunlich, weil wenn man sich vorstellt, wir haben es ja teilweise hier mit Eltern zu tun, die ihre Kinder verloren haben. Und es gibt im Grunde genommen nichts, womit man diese Leute trösten kann. Auch nicht, weil sie große Sehnsucht haben nach ihrem Kind mit irgendwelchen Floskeln, sondern es gibt eigentlich niemand Kritischeren als Eltern, die ihr Kind verloren haben. Das schärft ja nur noch deren Blick für die Wirklichkeit, für die Wahrheit. Sie wollen sich ja nicht selbst belügen, sondern die Wahrheit finden. Und wenn solche Leute sagen, das war sehr tröstlich und das Einzige, was mich wieder zurückführen konnte in ein normales Leben, dann zeigt das auch, welche unglaubliche Power so ein authentischer Jenseitskontakt besitzt. Ihre ERIAMS-Studie hat für großes Aufsehen gesorgt und, wie nicht anders zu erwarten, auch Kritiker auf den Plan gerufen. Auf persönliche Angriffe und Unterstellungen einzugehen, bringt nichts, wohl aber, glaube ich, auf sachliche Argumente. Ich möchte daher die Gelegenheit dieses Gesprächs nützen und auf ein paar Kritikpunkte zu sprechen kommen. Zunächst, die in der Studie dokumentierten Aussagen seien nicht allgemein relevant, denn Medien würden nur von Menschen besucht, die von vornherein an ein Leben nach dem Tod glauben. Insofern seien die Ergebnisse der Studie nicht verwunderlich. Sie selbst haben schon von Skeptikern gesprochen, aber hat diese Kritik nicht doch auch etwas für sich?
Ich denke nicht, weil ich habe ja gerade auch gesagt, dass gerade die Leute, die in tiefster Trauer sind und diese große Sehnsucht haben, die haben natürlich einen Grund, zu einem Medium zu gehen, dass man diese Leute aber nicht einfach mit irgendwelchen Floskeln abspeisen kann, sondern es gibt niemand Kritischeren als Leute, die wirklich einen geliebten Menschen verloren haben, und das schärft deren Blick. Das heißt, nicht der Skeptiker ist der Kritischste, der zu einem Medium geht, sondern die, die wirklich in tiefer Trauer sind. Das sind die Kritischsten. Die kann ich nicht einfach mit irgendwelchen Trostfloskeln abspeisen und sagen die, oh wow, jetzt bin ich aber zufrieden und glücklich. Nein, gerade bei diesen Menschen muss ich die größten Beweise auftischen, um sie zu überzeugen. Weil ich kann jetzt nicht irgendwie eine Mama und einen Papa, die ich da sitzen habe, die ihr Kind verloren haben, hernehmen und sagen, ja, dann Kind ist da, es begleitet dich im Alltag, ja, es ist oft an deiner Seite, und dann sagen die Eltern, oh, dann bin ich aber zufrieden. Das passiert nicht, sondern wenn man da Dinge plötzlich gibt, die die Eltern vielleicht unter vier Augen zu Hause besprochen haben, und das Medium weiß plötzlich davon und sagt, euer Kind war dabei bei dem Gespräch, es hat mitbekommen, wie du das und das der Mama erzählt hast. Wenn plötzlich solche Familiengeheimnisse erzählt werden vom Medium, dann hat das also eine ganz, ganz andere Wirkung. Ja, und natürlich haben wir, wie gesagt, unterschieden. Wir haben nicht einfach nur irgendwelche Leute eingeladen, die sowieso schon dran geglaubt haben, sondern wir haben auch Skeptiker dabei gehabt. 36 Skeptiker waren in der ersten Erhebungswelle dabei. Und nochmal weitere 31 haben wir jetzt in der zweiten Erhebungswelle, also insgesamt 67 Skeptiker. Und wie gesagt, die Ergebnisse in dieser Untergruppe der Skeptiker wich nicht ab von der Gruppe der vorab schon Überzeugten. Und das, finde ich, ist eine der wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie. Eine Grundannahme vieler Skeptiker, die selbst vielleicht noch nie bei einem Medium waren, eine Grundannahme solcher Skeptiker ist, Medien würden manipulativ, psychologisch sehr geschickt arbeiten, sodass sie aus den Antworten ihres Gegenübers oder auch aus der Körpersprache alles Relevante für ihre Aussagen entnehmen können. Stichwort Cold Reading. Es gibt Mentalkünstler, die auf der Bühne sehr eindrucksvoll zeigen, wie so etwas funktioniert. Haben Sie sich selbst auch mit dieser Thematik der Manipulation des Cold Readings befasst? Ja, absolut. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und Cold Reading ist eine Technik, die sehr mächtig ist und sehr gut funktioniert. Und es geht mir ja auch nicht darum, hier irgendwelche Fronten zu schüren, sondern es geht mir um einen wissenschaftlichen Dialog. Deswegen finde ich solche Kritik auch sehr, sehr wichtig, und ich nehme das auch sehr, sehr ernst. Und das war für uns ja auch keine Überraschung. Wir sind ja nicht naiv in diese Studie hineingegangen und haben jetzt gesagt, wow, wir haben Beweise gefunden, sondern wir haben ja auch eine psychologische Psychotherapeutin mit im Team gehabt, die seit über 20 Jahren Berufserfahrung hat. Und wir kennen natürlich die Techniken, die eingesetzt werden können. Und Ian Rowland zum Beispiel, ein Autor aus London, hat ja sogar ein ganzes Buch geschrieben. Das heißt The Full Fact Book of Cold Reading, hat, glaube ich, über 240 Seiten. Und in diesem Buch beschreibt er sämtliche Techniken, die es gibt, also wie man als, ich sag mal, Fake-Medium auf die Bühne gehen kann und wie man diese Techniken anwendet. Höchst interessant, und ich lese solche Bücher auch. Oder Timon Krause, ein deutscher Mentalist, der hat auch ein Buch geschrieben, Kennen wir uns, heißt das, habe ich auch vor kurzem gelesen. Ich muss zugeben, es tut mir weh, diese Bücher zu lesen, weil da mitunter mit großer Niedertracht auch gegenüber den Medien argumentiert wird und das alles sehr dogmatisch ist. Aber ich mache mir die Arbeit und lese es trotzdem, weil ich möchte die Argumente kennen. Und es sind durchweg auch sehr gute Argumente. Allerdings führen diese ganzen Code-Reading-Techniken niemals über eine bestimmte Grenze hinaus. Und das ist die, die wir halt in unserer Ehrenstudie untersucht haben. Das sind diese hochspezifischen Beweise. Und vor allen Dingen, das war ja der Schwerpunkt unserer Studie, solche Botschaften, die weder das Medium noch der Hinterbliebene sofort verifizieren konnten. Wo also niemand eine Ahnung hatte, woher diese Information kommt. Und dann geht der Hinterbliebene nach Hause, recherchiert und findet heraus, ja, das stimmt. Ja, zum Beispiel von der verstorbenen Oma wird von dem Pfirsichbaumgarten berichtet, und der Hinterbliebene weiß davon nichts. Dann geht er nach Hause, fragt die Eltern, dann stimmt, ja, die Oma hat früher Pfirsichbäume im Garten gehabt. Das ist mal so ein Beispiel für die erst nachträglich verifizierbaren Botschaften. Das war jetzt konkret bei einem Fall aus Ihrer Studie. Ganz genau, das war jetzt ganz konkret bei einem Fall. Oder bei meinem eigenen Fall mit der Joma war das ja auch so, dass sie auf einem Pferd geritten ist und das Medium hat diese beiden Einsen gezeigt, und erst die Mutter konnte das ja später aufklären und sagen, dass
sie kurz vor ihrem Tod zweimal den ersten Platz bei einem Reitturnier belegt hat. Davon haben wir ja ganz, ganz viele Beispiele in unserer Studie gefunden. Ja, das sind aber eben genau solche Beispiele, die man dann mit Code Reading eben nicht mehr erklären kann. Aber es gibt natürlich viele Dinge beim Code Reading, die sind sehr effizient und die funktionieren auch sehr, sehr gut. Das muss man absolut auch eingestehen und zulassen. Ja, da gibt es ja zum Beispiel die Barnum Statements oder diesen Fora-Effekt. Das ist ja sozusagen das Hauptargument. Können Sie dieses Thema ein wenig näher ausführen? Ja, gerne. Das, wie gesagt, bezeichnen wir als Barnum-Effekt oder auch als Fora-Effekt. Etwas, was Bertram Fora in den 40er Jahren im letzten Jahrhundert bekannt gemacht hat. Und er ist US-amerikanischer Psychologe und er hat ein ganz tolles Experiment gemacht. 1948 hat er einen Persönlichkeitstest an seine Studenten ausgeteilt, hat das ausfüllen lassen, wieder eingesammelt, hat diesen Persönlichkeitstest ausgewertet und den Studenten wieder ausgehändigt mit einer Charakterbeschreibung. Ja, und die Studenten sollten dann auf einer Skala zwischen 0 und 5 sagen, wie zutreffend denn seine Charakterbeschreibung ist. 0 heißt gar nicht, 5 heißt sehr. Und der Durchschnittswert war 4,26. Ja, das heißt also, fast alle haben gesagt, ja, das ist sehr zutreffend, die Charakterbeschreibung. Es trifft auf mich zu. Und dann kam raus, Bertram Fora hat die Tests gar nicht ausgewertet, sondern er hat jedem Studenten denselben Text gegeben. Den hat er vorab geschrieben. Und er hat geguckt, was ist so allgemeingültig, was so passt so auf die meisten Menschen. Ja, dann hat er so ein bisschen das ausformuliert. Und jeder hat in diesem gleichen Text sich wiederfinden können. Und der Barnum-Effekt oder Barnum-Effekt bedeutet letztendlich, dass das Gehirn dann auch noch eigene Details hinzufügt. Ja, und dann ist man davon überzeugt, dass das zutreffend ist. Und es funktioniert. Das haben wir ja in diesem Experiment gesehen, wie toll das funktioniert. Und es gibt andere Beispiele jetzt in einem Sitting, wo man so einen Barnum-Effekt erklären könnte. Zum Beispiel das Medium sagt, Sie haben eine Schachtel mit alten Fotos zu Hause. Wer hat das nicht? Ja, das heißt, es werden so vage, allgemeingültige Aussagen gemacht. Der Hinterbliebene überlegt, ah ja, im Keller, da habe ich eine Schachtel oder ich habe ein Album mit alten Fotos. Und dann wird dazu gedichtet, wow, woher hat er das jetzt gewusst? Woher hat die das jetzt gewusst? Ja, oder dein Opa, der ist an Problemen im Brust- und Bauchbereich gestorben. Naja, letztendlich kann man, denke ich, die meisten Todesarten zurückführen auf irgendein Problem im Bauch- oder Brustbereich. Letztendlich hören wir ja alle auf zu atmen, das Herz hört auf zu schlagen. Das kann man letztendlich immer wieder darauf zurückführen. Wenn man Pech hat, hat der Verstorbene vielleicht einen Hirntumor gehabt. Das ist aber sehr, sehr selten. Aber meistens hat man irgendwas, ein Organversagen oder sowas. Und in diesem Zusammenhang würde ich auch gerne nochmal Thomas Scherer zitieren. Das ist der Gründer der amerikanischen Skeptikergesellschaft. Und er hat beschrieben, dass die meisten Hinterbliebenen doch irgendein Schmuckstück vom Verstorbenen bei sich tragen. Und wenn jetzt das Medium sagen würde, haben Sie oder hast du ein Schmuckstück von deiner Oma mit dabei? Dann würden diese Hinterbliebenen mit großen Augen erstaunt gucken und sagen, ja, ich habe ein Schmuckstück, einen Ring oder eine Kette mit dabei. Woher haben Sie das gewusst? Ja, und dann ist das Erstaunen groß. Das ist ein Zitat von Thomas Scherer. In diesem Zusammenhang möchte ich gerne Geschichte erzählen, die ich selber erlebt habe, und zwar mit meiner Frau. Wir waren bei Bettina Suvirode bei einem medialen Abend. Sie ist ja eines der beiden Medien neben Tanja Schlömer, das zweite Medium aus unserer Studie. Und im medialen Abend sitzen so 30 Leute im Stuhlkreis und Bettina sitzt in der Mitte oder steht in der Mitte und gibt so die Botschaften an die Personen, die dort sitzen. Und irgendwann war meine Frau an der Reihe und sie sagte, ich habe hier deine Oma und sie sagt mir, dass du von ihr einen Ring geerbt hast, aber diesen Ring würdest du nie tragen. Und wenn ich jetzt sehe, was Thomas Scherer gesagt hat, nach dem Motto, diese vage Aussage, die meisten haben ja ein Schmuckstück dabei, um sich dran zu erinnern, um es zu fühlen. Aber jetzt sagt das Medium, du hast einen Ring geerbt bekommen, aber der interessiert dich gar nicht. Ja? Und meine Frau sagte, ja, das stimmt. Ich habe den Ring bekommen, ich habe den noch nie getragen, der ist in irgendeiner Schatulle, habe ich mich noch nie für interessiert. Also das war richtig. So etwas wäre dann hochsignifikant. Würde ich sagen, aber das geht noch weiter, weil erst dann wird es richtig signifikant, denn Bettina hat gesagt, deine Oma zeigt mir gerade, deine Schwester hat von ihr Ohrringe, also von der verstorbenen Oma Ohrringe bekommen. Und diese Ohrringe würde sie aber auch nie tragen. Und meine Frau sagte, ja, da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, meine Schwester hat eine Perlenkette vererbt bekommen. Und Bettina sagte dann, nein, sie zeigt mir Ohrringe.
Ja, das heißt, sie hat jetzt auch nicht so nach dem Mund des Hinterbliebenen gesprochen und gesagt, ja, ob Ohrringe oder Kette oder Ring, kann ich nicht so genau sehen. Nee, sie hat widersprochen und gesagt, nein, sie zeigt mir Ohrringe. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Meine Frau hat ihre Schwester angerufen und gefragt, ja, wir waren beim Medium und die hat gesagt, die Oma hat gesagt, du hättest Ohrringe von ihr. Und die Schwester sagte, nein, ich habe eine Perlenkette von ihr bekommen. Und dann war das Thema erstmal erledigt, aber 5 Minuten später klingelt das Telefon, die Schwester ruft wieder an und sagt, Kommando zurück, ja, ich habe eine Perlenkette bekommen von der Oma, aber ich fand die so hässlich, ich bin damit zum Juwelier gegangen und habe den gebeten, daraus Ohrringe zu machen. Aber die Ohrringe waren auch so hässlich, als gesagt, ich habe die nie getragen. Ja, und das finde ich, das hat auch wieder so gut gepasst. Und das kann ich jetzt nicht mit solchen Warnungsstatements in Verbindung bringen, nach dem Motto, ich habe hier so allgemeingültige Aussagen und dann füge ich noch Details hinzu. Und ich finde, das zeigt so wunderbar, dass es da eben doch ganz spezifische Geschichten gibt, ganz spezifische Botschaften, wo ich eben sage, du hast einen Ring, aber den trägst du nie. Ja, und das finde ich ist ein schönes Beispiel. Ich möchte trotzdem nochmal zurück auf diesen Einwand kommen. Wie können Sie denn ausschließen, dass Medien vielleicht unbewusst und ohne manipulative Absichten sich solcher Techniken bedienen? Wer viel mit Menschen zu tun hat, lernt Reaktionsmuster ja fast zwangsläufig kennen. Es könnte doch teilweise einfach auch durch Menschenkenntnis erklärbar sein, was da kommt. Ja, ist auch. Das gehört dazu. Das sagt auch Bettina Sowirode immer. Sie sagt, Code Reading gehört zum ganz normalen, zur ganz normalen Sprache, zur ganz normalen Konversation dazu. Und das ist bei einem medialen Kontakt auch nicht anders. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad ist es auch Teil des Sittings. Da wollen wir gar nicht widersprechen. Aber es ist eben wichtig zu erkennen, es gibt irgendwo eine Grenze, die muss ein Medium auch überschreiten können. Weil da kommen dann die Botschaften wirklich aus der geistigen Welt, solche Informationen, die hochspezifisch sind, deren Ursprung man erstmal nicht erklären kann. Und das ist auch ein geforderter Baustein in einem Sitting. Das heißt, wenn ich jetzt bei einem Medium bin und ich bekomme ein Sitting, also Botschaften, die man mehr oder weniger auch dem Code Reading zuschreiben kann, dann dürfte man sein Geld zurückverlangen. Könnte man sagen, ja, all das war mir nicht spezifisch genug. Ja, das heißt, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass ein Medium das auch immer anbietet und sagt, wenn man unzufrieden ist oder vielleicht die Verbindung auch nicht gut war. Ja, es kann ja auch sein, dass der falsche Zeitpunkt war, das Medium hat einen schlechten Tag, muss man auch immer die Chance haben zu sagen, wir brechen jetzt hier ab, das hat keinen Sinn. Es ist ja kein Telefongespräch, das ist eine so feine und subtile Kommunikation. Da müssen viele Dinge zusammenpassen, auch emotional, auch der Hinterbliebene muss emotional die richtige Einstellung haben, die richtige Energie mitbringen. Deswegen funktioniert das oftmals auch nicht so gut, wenn Leute kommen, die dann einen Fragebogen mitbringen und dann das Medium abtesten wollen. Ja, hier Schuhgröße des Verstorbenen, Kontonummer des Verstorbenen und so weiter. Und so einfordern und eine hohe Erwartungshaltung haben, da ist die Energie einfach nicht richtig. Ja, und dann wirkt sich das eben auch negativ aus. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, absolut, Code Reading gehört zur ganz normalen Kommunikation dazu. Aber ganz, ganz wichtig, wir müssen eben einen Step weitergehen. Und das ist das, was dann einen echten Jenseitskontakt wirklich auszeichnet, ne? Diese hochspezifischen Dinge. Das heißt, damit es kein Missverständnis gibt, Cold Reading jetzt nicht manipulativ gedacht, sondern als Begriff für natürliche, empfindungsgetragene Kommunikation von Mensch zu Mensch. Aber echte mediale Kontakte müssen eben darüber hinausgehen. Exakt, genau. Es ist jetzt auch nicht gedacht, das Medium benutzt bewusst Cold Reading. Vielen ist es gar nicht bewusst, dass man so etwas mit psychologischen Fachbegriffen betiteln kann. Das benutzen wir einfach intuitiv. Ja, aber eben diese Grenze, dieses Level, was ich gerade beschrieben habe, muss in einem echten, authentischen Jenseitskontakt überschritten werden. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Cold Reading, ein spannendes Thema. Gibt es da auch noch andere Techniken, mit denen Sie sich beschäftigt haben? Ian Rowland hat in seinem Buch ja ganz, ganz viele Techniken beschrieben. Unter anderem auch das Rainbow Ruse. Rainbow Ruse bedeutet, dass man zwei gegensätzliche Charaktereigenschaften nennt. Also wenn wir jetzt folgende Situation hätten, auf der einen Seite ein Medium, auf der anderen Seite vielleicht Eltern, die ihr Kind verloren haben. Und dann sagt das Medium, ja, euer verstorbener Sohn ist hier und das war meistens ein sehr fröhliches Kind. Aber es gab auch Zeiten, da war es sehr traurig. Ja, und das ist mit Rainbow Ruse gemeint, dass man sozusagen diese Gegensätze bringt. Und das trifft mehr oder weniger auf alle Menschen zu. Nicht jeder Mensch ist sein Leben lang immer nur glücklich, sondern es gibt immer mal Phasen, wo man auch traurig ist. Und das gilt für alle Bereiche des Lebens.
Ja, aber jetzt kann es natürlich sein, wenn man solche Dinge erzählt, dass dann die Hinterbliebenen das möglicherweise für sich annehmen und sagen, ja, ja, das sagen zumindest die Skeptiker und Kritiker. Aber wer mal wirklich Eltern getroffen hat, die ihr Kind verloren haben, die kann man damit nicht überzeugen. Ja, wenn man sagt, ja, dein Kind war glücklich, aber manchmal war es auch traurig, dann sagen die nicht, oh ja, das, ich erkenne unseren Sohn. Das passiert einfach nicht. Und das können wir wirklich sagen, weil wir in unserem Forschungsteam ja wirklich große Erfahrungen haben. Die beiden Medien haben über 10.000 Sittings gegeben. Und unsere psychologische Psychotherapeutin hat auch seit über 20 Jahren Berufserfahrung. Und wir kennen diese Leute. Und das ist etwas, was mich auch so ein bisschen stört, wenn Kritiker und Skeptiker diese Argumente vortragen, dass sie sich meinem Eindruck nach oftmals gar nicht mit den Leuten selbst auseinandergesetzt haben, sondern mehr oder weniger ihrem Weltbild folgen. Ja, aber wenn man sich mal wirklich mit diesen Leuten an vorderster Front auseinandersetzt, dann weiß man, dass die nicht irgendwie leichtgläubig werden oder naiv werden und man sie durch solche Rainbow-Roost-Tricks überzeugen könnte. Das funktioniert nicht. Ja, oder ein anderes Verfahren wäre das Shotgunning. Shotgunning wie eine Schrotflinte. Man schießt sozusagen in die Menge, nicht gezielt auf einen Einzelnen, sondern in die Menge. Das funktioniert natürlich nur bei Gruppenveranstaltungen und da werden auch wieder allgemeine, vage Aussagen gemacht. Irgendeiner fühlt sich dann angesprochen. Ja, und durch geschickte Gesprächsführung wird es dann immer weiter eingekreist. Ist auch so ein übliches Verfahren. Und Ian Rowland und Carrie Coleman und noch weitere beschreiben auch Experimente, die sie durchgeführt haben, wo sie sich selber auf die Bühne gestellt haben und dem Publikum nicht gesagt haben, dass es keine echten Jenseitskontakte sind. Und sie haben dann sozusagen dem Publikum Botschaften gegeben und die haben dann applaudiert und waren begeistert von den Jenseitskontakten. Und dann haben sie es hinterher aufgelöst und gesagt, ja, tut mir leid, Leute, das waren keine echten Botschaften, wir sind Code Reader. Und das glaube ich auch, dass das funktioniert. Wenn dort ein unkritisches, vielleicht neugieriges Publikum sitzt, funktioniert das. Aber wie gesagt, sitzen dort Eltern, die ihr Kind verloren haben, dann funktioniert das nicht mehr. Ja, und das finde ich ist auch ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, was man berücksichtigen muss. Ein anderer grundlegender Vorwurf lautet auch, dass das Sammeln von Anekdoten keine wissenschaftlichen Aussagen zulassen würde. Wissenschaftlich seien nur wiederholbare experimentelle Ergebnisse. Das ist etwas, was ich auch immer wieder lese. Das ist natürlich nur ein kleiner Teilaspekt der gesamten Wissenschaft. Natürlich gibt es diese Forderung von Wiederholbarkeit zu jeder Zeit, an jedem Ort, Messbarkeit. Das passt aber in erster Linie auf empirische Forschung in den Naturwissenschaften. Das ist nur ein klitzekleiner Bereich der gesamten wissenschaftlichen Methodik. Timon Krause hat in seinem Buch ja auch auf einer halben Seite versucht zu erklären, was Wissenschaft eigentlich ist. Und genau dort werden diese Punkte gefordert. Wiederholbarkeit, ja, und Messbarkeit und Dinge verifizieren oder falsifizieren. Aber wenn man mal guckt, welche Methoden legitim sind in der Forschung, dann findet man noch viel, viel, viel mehr. Und das ist den meisten Menschen gar nicht bewusst. Man unterscheidet zum Beispiel auch zwischen induktiver Forschung und deduktiver Forschung, wobei induktive Forschung bedeutet, dass wir neue Erkenntnisse generieren. Das heißt, dass wir neue Sachen finden, Hypothesen konstruieren und aufbauen. Deduktiv bedeutet, kein neues Wissen generieren, sondern vorhandene Theorien überprüfen. Genauso unterscheidet man zwischen qualitativer und quantitativer Forschung. Qualitativ bedeutet, dass man in erster Linie offene Fragen stellt. Das wird in Experteninterviews gemacht, mit Fragebögen gemacht. Das ist ja das, was wir auch in der ERIAM-Studie gemacht haben. Wir haben ja auch offene Fragen gestellt, aber wir haben auch quantitativ geforscht. Das heißt, wir konnten auch geschlossene Fragen stellen, wo man ankreuzen konnte mit sehr oder ein wenig oder ein bisschen oder gar nicht. Das kann man auch kombinieren, bezeichnet man dann als Mixed Methods Ansatz. Quantitative Forschung wird in erster Linie dazu benutzt, um Dinge zu verifizieren oder falsifizieren. Das heißt, ich habe schon irgendwie eine Theorie, jetzt muss ich das überprüfen und kann mit Hilfe von Statistik jetzt meine Hypothese verwerfen oder eben annehmen. Und empirische Forschung gibt es, forensische Forschung. Empirisch ist letztendlich das, was in den Naturwissenschaften üblich ist. Eine gewisse Messbarkeit, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel messe, wann fängt das Wasser an zu kochen, dann kann ich das 1000 Mal machen, wenn der Luftdruck immer gleich ist, wird das Wasser immer bei 100 Grad Celsius anfangen zu kochen. Ja, wunderbar, das kann ich in der Physik so hervorragend machen. Aber es gibt auch Ereignisse, die eben nicht wiederholbar sind, zum Beispiel der Urknall. Wie entstand das Universum? Wie entsteht das Leben? Das sind einmalige Ereignisse, die in der
zurückliegenden Geschichte passiert sind. Da kann ich keine Wiederholbarkeit fordern. Und jetzt darf ich das nicht erforschen? Doch, natürlich. Also auch die Dinge, die nur einmalig passiert sind, sind ja durchaus erforschbar. Gehören nicht eigentlich alle Bewusstseinsphänomene in diese Kategorie des Nicht-Wiederholbaren? Absolut. Ja. Es gibt einen wunderbaren deutschen Philosophen aus dem 18. und 19. Jahrhundert, also schon ein bisschen her, Professor Dr. Herbart. Und er hat gesagt, dass es sich aus guten Gründen lohnt, über den Menschen anders nachzudenken als auf Grundlage von Messungen. Und Harald Lesch hat in der 100. Sendung von Alpha Centauri auch was Ähnliches gesagt. Das ist jetzt im Übrigen auch schon 20 Jahre her. Habe ich letztens nochmal nachgeschaut. Alpha Centauri ist eine meiner Lieblingssendungen. Ich habe das nur so verschlungen. Und in der 100. Sendung hat Harald Lesch gesagt, wir Menschen sind nicht wiederholbar. Wir sind in dem Sinne also gar keine legitimen Versuchsobjekte in einem Experiment, ja, hat Herr Lesch gesagt. Und genauso ist es. Wir verändern uns. Mit jeder Sekunde verändern wir uns. Ich kann mich in dieser Sekunde für irgendetwas entscheiden und morgen in derselben Situation entscheide ich mich anders. Das heißt, ich kann von einem Menschen oder von einer Seele, von einem Bewusstsein nicht fordern, dass es wiederholbar ist. Von daher sind gewisse wissenschaftliche Methoden für den Menschen überhaupt gar nicht anwendbar. Und diese Forderung nach Wiederholbarkeit und Messbarkeit funktioniert dort gar nicht. Sie haben in unserem ersten Gespräch von persönlichen spirituellen Erfahrungen berichtet, die Sie selbst sehr geprägt haben und die Sie auch zu der Studie veranlasst haben. Was dann zum Vorwurf geführt hat, es würde Ihnen in der Studie nur darum gehen, Ihre eigene Ansicht bestätigt zu finden. Meinen Sie, dass Sie es immer gut schaffen, Ihre Forschungsarbeit von persönlichen Erwartungen zu trennen? Im Grunde spielt ja das Weltbild eines Menschen wahrscheinlich immer in seine Arbeit mit hinein. Ja, das ist ja auch kein neues Phänomen, sondern das ist ja bekannt in der Wissenschaft. Ja, das ist der sogenannte Experimentator-Effekt. Wie kann ich den vermeiden? Und deswegen gibt es ja wissenschaftliche Methodik. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir sind ja nicht naiv daran gegangen. Wir sind Spezialisten. Seit über 20 Jahren bin ich in der Forschung tätig. Ich weiß, wie man forscht. Ich weiß, wie man auch den Experimentator-Effekt vermeiden kann. Und man muss halt nur die richtigen Studiendesigns anwenden und kann sich dann davon loseisen. Ja, also es ist ja zum Beispiel die Verblindung eine Möglichkeit, die eigenen Wünsche mehr oder weniger aus der Studie fernzuhalten. Das ist in der medizinischen Forschung vor allen Dingen sehr bekannt. Verblindung heißt ja letztendlich, dass die Teilnehmer nicht wissen, wer welches Medikament bekommt, auch der Arzt nicht weiß, wer welches Medikament bekommt. Das sind ja diese typischen placebo-kontrollierten Studien. Ja, das heißt, wir haben vielleicht 100 Patienten, 50 Patienten bekommen den Wirkstoff, die anderen 50 Patienten bekommen Placebo, also ohne Wirkstoff. Und Verblindung bedeutet jetzt, die Patienten wissen nicht, was sie bekommen und der Arzt weiß auch nicht, was sie bekommen. Diejenigen, die es auswerten, die wissen das auch nicht unbedingt. Ja, das heißt, man kann auch mehrfach verblinden und das ist ein großes Qualitätsmerkmal für Studien. Und es gibt da eine sehr schöne Studie von Dr. Julie Beischel aus den USA. Sie hat das Paper im November 2021 veröffentlicht, im Rahmen von dem BIGS Contest, also dem Bigelow Institute for Consciousness Studies. Und da gab es ja diesen Wettbewerb und sie hat auch dann eine gute Platzierung bekommen letztendlich, auch Preisgelder dann bekommen. Und in diesem Paper beschreibt sie ihre Studie mit einer fünffachen Verblindung, wo sie 58 Klienten hatte. Und Medien haben also Botschaften gegeben, die transkribiert wurden, also in Schriftform gebracht wurden. Und am Ende mussten die Teilnehmer sozusagen aus diesen verschriftlichten Botschaften die für sie selbst passende Botschaft herausfinden. Und das hat bei 66% der Leuten funktioniert. Also 66% der Teilnehmer haben wirklich das für sie passende, die für sie passende Botschaft herausfinden können. Und das hat mit Verblindung funktioniert. Ja, das heißt, da konnte man jetzt nicht irgendwie sagen, da spielte Cold Reading in irgendeiner Form eine Rolle oder sowas. Oder da haben die persönlichen Wünsche in irgendeiner Form eine Rolle gespielt und das Ganze manipuliert. Um nochmal zurückzukommen auf diese Geschichte mit dem Arzt und dem Wirkstoff und dem Placebo. Natürlich möchte der Arzt, ja, dass der Wirkstoff funktioniert. Und das könnte jetzt natürlich die Ergebnisse beeinflussen. Nach dem Motto, der Arzt gibt jetzt die Tablette dem Patienten und so ganz unterschwellig und vielleicht auch unbewusst wird dem Patienten suggeriert, ja, da ist jetzt der Wirkstoff drin, ohne es wirklich auszusprechen. Ja, das heißt, so Kleinigkeiten könnten das durchaus vielleicht in irgendeiner Form beeinflussen. Und
Bei unserer ERIAM-Studie war es ja so, dass wir im Studiendesign nicht mit Verblindung arbeiten konnten, weil wir uns ja auf diese nachträglich verifizierbaren Botschaften fokussiert haben. Also übertragen auf das Julie-Beischel-Beispiel würde es bedeuten, wir hätten jetzt transkribierte Botschaften, die Leute aber nicht erkennen können, weil sie es erst nachträglich verifizieren müssen. Ja, dieses Beispiel mit den beiden Einsen, was ich vorhin schon gebracht habe mit der Joma, das wusste ich ja gar nicht. Das heißt, ich hatte gar keine Ahnung, dass das eine Botschaft für mich war. Erst durch nachträgliche Recherche habe ich das herausfinden können, dass das für mich gedacht war. Ich hätte also jetzt nicht mein Sitting herauspicken können, weil da eben Botschaften dabei sind, die ich nicht kenne. Also Verblindung hat bei uns nicht funktioniert. Aber wie haben wir uns geschützt, dass ich da nicht in irgendeiner Form Einfluss nehme? Naja, indem ich einen Fragebogen mehr oder weniger automatisiert an die Leute geschickt habe. Es gab keine Interaktion zwischen den Teilnehmern und mir. Ich habe die nicht angerufen, wir haben nicht miteinander gesprochen. Es gab einfach den Fragebogen und die Leute haben diesen Fragebogen ausgefüllt. Das ist ein Online-Fragebogen gewesen. Die Ergebnisse sind in der Datenbank gelandet und ich habe am Ende letztendlich mit meiner Statistik-Software diese Daten einfach nur importiert und ausgewertet. Das heißt, es gibt keine Stelle, wo ich hätte manipulativ eingreifen können, wo ich die Teilnehmer vielleicht in irgendeine Richtung hätte weisen können, sondern jeder hatte die absolute Freiheit, nach 3 bis 4 Wochen ungefähr in den Fragebogen zu schreiben, was auch immer er für richtig hält. Und ich habe, wie gesagt, keine Interaktion gehabt, sondern nur am Ende mehr oder weniger die Kreuzchen gezählt. Sie sind Wirtschaftsinformatiker. Hatten Ihre Forschungsarbeiten zum Leben nach dem Tod auch irgendeinen Einfluss auf Ihren Beruf, vielleicht auch unangenehmer Art, weil Sie ja doch auch Tabuthemen berühren, vor denen andere Wissenschaftler aus Angst um ihre Karriere vielleicht zurückscheuen würden? Ich denke, ich habe den großen Vorteil, dass das Thema, in dem ich unterrichte und forsche, mit der Spiritualität erstmal nicht so viel zu tun hat. Ich habe unter anderem auch in meinem Buch dieses Thema der Evolution angeschnitten und Entstehung des Lebens, die Abiogenese. Wäre ich jetzt ein Biologieprofessor, wäre das äußerst problematisch. Da müsste ich wirklich also zittern. Aber da ich Informatikprofessor bin, ist das ein Thema, was überhaupt nicht mit, ich sag mal, meiner Hobbyforschung, der Jenseitsforschung zu tun hat. Und ich trenne das auch ganz bewusst, ganz sauber. Von daher ja, gibt es dort keine Interferenzen bislang. Sie werden die ERIAM-Studie beenden, haben aber neue Projekte, Stichwort Gehirnwellenmessung. Können Sie darüber schon etwas verraten? Ja, sehr gerne. Wir haben, wie gesagt, schon so eine erste Probemessung gemacht. Also Gehirnwellen interessieren uns massiv. Und was ist die Idee oder was hat uns inspiriert? Wir haben von 2, 3 anderen Studien schon gehört, die aktuell laufen, wo Medien untersucht werden, während sie ein Sitting geben. Und es zeichnete sich ab, dass die Delta-Wellen, also die sehr niedrig schwingenden Frequenzen, eine offensichtlich sehr große Rolle spielen, insbesondere in den Temporallappen des Gehirns. Und wir haben gedacht, das ist eine gute Idee, das machen wir auch. Wir wollen gucken, was passiert da eigentlich im Gehirn, weil man dann vor allen Dingen auch den Kritikern sagen kann, hey, guck mal her, wenn das alles nur Code Reading ist, wo kommen denn dann diese massiven Delta-Wellen her? Die Delta-Wellen, die stehen ja in erster Linie für Tieftrance, für traumlosen Schlaf. Dafür, dass eigentlich gerade nicht viel passiert im Gehirn, aber trotzdem kommen anscheinend Botschaften an. Wenn ich aber hochfokussiert bin, wie beim Code Reading, ich bin konzentriert, hochfokussiert, ich muss mich konzentrieren, was ich da zusammenreime und sage, dann habe ich in erster Linie Beta-Wellen im Gehirn. Ja, was ist einfach, das ist die Frequenz für das logische Denken. Aber wenn ich jetzt zeigen kann, aufgrund von Messungen, also EEG-Messungen, hey, im Gehirn passiert aber etwas, was ich nicht erklären kann, was ich nicht erwartet hätte, dann ist das nochmal ein weiteres starkes Argument, um zu zeigen, da gibt es offensichtlich wirklich Mechanismen, die wir noch nicht kennen. Und genau das ist jetzt in unseren ersten Probemessungen eben auch passiert, wo wir, ich glaube, so 4, 5 Sittings haben wir gemacht und haben dabei insbesondere das limbische System im Gehirn untersucht. Ja, das ist so, sagt man, der Ursprung der Gefühle. Und da haben wir festgestellt, bei der Bettina Suvirode haben wir die ersten Testmessungen gemacht, dass immer kurz bevor die Botschaften kommen, die Delta-Wellen weg sind. Null. Also so eine Art Reset im Gehirn stattfindet. Und dann kommt ein extremer Peak, eine riesengroße Amplitude Delta-Wellen im Gehirn. Und dann geht's los. Dann spricht sie und gibt die Botschaften. Ja, und das haben wir eben feststellen können, dass das immer so eine Art Reset im Gehirn ist.
dann kriegt sie den Input und übermittelt die Botschaften. Wir haben das sozusagen immer parallel mit notiert, was sie gerade macht, ob sie still ist und ruhig ist, ob sie etwas sagt, und haben auch hinterher wieder überprüft, ob diese Aussagen dann auch stimmig waren. Und das finde ich ist auch etwas sehr Faszinierendes. Das ist noch nicht spruchreif, das ist noch nicht zum Veröffentlichen, aber so ein erster kleiner Sneak Peek, so nenne ich das mal. Und wir stehen noch am Anfang von dieser Studie und sind jetzt gerade auch dabei, ja, das Team neu zusammenzustellen, neues Equipment zu organisieren und noch das Studiendesign ganz fein abzustimmen. Und ja, aber zumindest hat diese erste Probemessung doch schon Erstaunliches gezeigt. Und ja, wir sind tatsächlich auf einem spannenden Weg unterwegs. Gibt es im Hintergrund Ihrer Arbeiten auch so etwas wie ein übergeordnetes Ziel, das Sie mit Ihrer Hobbyforschung erreichen wollen? Ja, absolut. Nämlich, dass man nicht mehr belächelt wird, wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, sondern mein Ziel ist es, auch die spirituelle Forschung auf ein seriöses Fundament zu stellen. Dass man sich in der Öffentlichkeit auch nicht mehr dafür schämen muss oder gar Angst davor haben muss, vielleicht seinen Beruf zu verlieren. Ich habe ja auch sehr viele Zuschriften bekommen von Chefärzten, erstaunlicherweise. Also aus allen gesellschaftlichen Schichten, aber eben auch Chefärzte. Das hat mich doch sehr verwundert und da war ich auch sehr froh darüber. Das Interessante aber ist, dass dann diese Chefärzte so 66, 67 Jahre alt sind, so gerade die Rente durchhaben und dann trauen sie sich. Ja, das heißt, solange man was zu verlieren hat, halten alle ihren Mund und so im Alter traut man sich dann doch eher, sich zu öffnen für diese Themen und damit auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Ja, aber ich hoffe eben, dass ich durch meine Arbeit dafür sorgen kann, dass vielleicht auch mal jüngere Kollegen sich trauen, damit ganz offen an die Öffentlichkeit zu gehen und dass eine ganz natürliche Art und Weise ist, wenn man darüber spricht und eben keine Spinnerei und kein Blödsinn. Wissenschaft im besten Sinn, die Suche nach neuen Erkenntnissen. Das ist der Sinn von Wissenschaft, exakt. Herr Professor Lazar, danke für die Einblicke in Ihre aktuellen Arbeiten. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Hülmer, dass Sie da waren. Danke.